Reisen nach Thailand. Wie ist die aktuelle Situation hier in Thailand heute am Dienstag, dem 31. März 2020? Hallo Leute, da ist wieder Mario aus dem wunderschönen Thailand und wir beginnen gleich mit den aktuellen Zahlen. Wir haben aktuell 1651 positiv getestete Personen in Thailand. Das sind 127 mehr als noch gestern. Davon sind schon 342 Personen nach Hause, die konnten das Spital verlassen. 1299 sind nach wie vor in Behandlung, 23 in kritischem Zustand und eine weitere Person ist verstorben. Mittlerweile sind wir bei 10 Todesopfer seit Ausbruch der Krankheit. Dann zur wichtigsten Mitteilung für all diejenigen, die nach Hause möchten. Und zwar hat die Schweiz begonnen mit der Rückholaktion. Die Flüge oder beziehungsweise die Flugzeuge sind heute in Bangkok sowie auch in Phuket gelandet. Und es hat noch Platz. Die Flugzeuge sind nicht voll. Es gab auch Aufrufe, dass sich Leute noch melden können, um mit diesen Flugzeugen zurückzufliegen. Jetzt, ich habe ja gestern schon berichtet, dass der Flughafen von Phuket am 10. April schließen wird. Und dann wahrscheinlich auch keine Flüge mehr von dort Richtung Europa gehen. Und deshalb ist es ja wichtig, dass man diese Woche versucht wegzukommen, raus oder zurück nach Europa. Und jetzt hat man die Option, an den Flughafen zu gehen und dort sich in die Liste, auf die Standby-Liste eintragen zu lassen, damit wenn eben solche Flüge nach Thailand kommen, und die werden jetzt wahrscheinlich fast täglich kommen, und da muss man jetzt einfach schauen, dass man für diejenigen, die sich nicht bei der Botschaft gemeldet haben oder auch sich dort eintragen lassen haben in der Liste, die sollten spätestens jetzt diese Woche an den Flughafen gehen, lieber morgen statt übermorgen, und sich dort auf die Standby-Liste setzen lassen, damit sie dann eben auch noch einen dieser freien Plätze ergattern können. Dann Meldungen zur Immigration, und zwar gibt es da massive Probleme in Bangkok, vor allem am zweiten Standort, wo zurzeit alle hin müssen, um dort ihre Verlängerung zu bekommen. Gestern war es so, dass Beamte der Immigration positiv auf das Covid-19 getestet wurden, und das hat dazu geführt, dass man gegen Mittag die Örtlichkeit geschlossen hat. Und alle Reisenden mussten dann wieder zurück ins Hotel und am Folgetag, also heute, wieder dort erscheinen. Nun, heute sind die Nachrichten oder waren die Nachrichten auch nicht viel besser, weil gegen 13 Uhr hatte man bereits die 1000 Personen, beamtshandelt, also die eine Verlängerung bekommen haben, das war das Tageslimit, und alle anderen, die dort noch stundenlang gewartet haben, die wurden dann nach Hause gesendet, da man gesagt hat, man will nicht mehr als 1000 Leute pro Tag eine Verlängerung ausstellen oder eben halt bedienen. Und leider auch heute wieder um 13 Uhr plus minus hat die Immigration dicht gemacht und die Leute werden gebeten, am Folgetag wieder zu erscheinen. Also ich rate jedem, der was braucht, möglichst früh dorthin zu gehen und dann auch ein bisschen abzuschätzen, ob die Schlange schon so lange ist, dass es keinen Sinn mehr macht, so lange anzustehen, weil wenn man sieht, dass vor einem 100, 150 Leute anstehen, dann ist die Chance sehr groß, dass man halt nicht dann am selben Tag noch die Verlängerung bekommt. Dann zu den Schließungen oder Verfügungen, die heute ausgestellt wurden. Und da haben wir einerseits der Gouverneur von der Provinz Surat Thani, der hat verfügt, dass sämtliche Supermärkte, Läden etc. geschlossen werden müssen. Das Einzige, was noch geöffnet haben kann, sind Läden, die halt eben halt wichtige Güter verkaufen, wie zum Beispiel auch Lebensmittel, Pharmazie, also Apotheke, Drogerie etc. Und die Provinz Surat Thani, das ist die Provinz, wo sich eben auch Koh Samui befindet, Koh Phangan und Koh Tao, also auch dort für diejenigen, die sich noch auf den Inseln aufhalten, das wird dort wahrscheinlich dann auch in Kürze umgesetzt. Auch der Gouverneur von der Provinz Chonburi, wo sich Pattaya befindet, hat heute den Stift in die Hand genommen und eine Verfügung unterzeichnet. Und die Verfügung sagt, dass sämtliche Touristenattraktionen, aber das haben wir ja bereits schon gewusst,
geschlossen werden müssen und dass der Alkoholverkauf von 18 Uhr bis morgens um 06.00 Uhr untersagt wird und dass die Strände geschlossen werden zwischen 20 Uhr und 06.00 Uhr. Ja, nächste Meldung noch aus Ranong. Ranong liegt nördlich von Phuket und westlich von Chumphon. Und dort hat der Gouverneur angeordnet, dass man ab dem 1. April für die Einreise in die Provinz ein ärztliches Zeugnis benötigt, also ein sogenanntes Medical Certificate. Und zusätzlich, also das darf übrigens nicht älter sein als 3 Tage, und zusätzlich muss man 14 Tage in Quarantäne. Und jetzt kommt's, er schreibt sogar noch, dass man die Quarantäne selber bezahlen muss. Und wenn er sowas schreibt, dann gehe ich mal davon aus, es ist keine Quarantäne in der Unterkunft, sondern es wird wahrscheinlich eine Quarantäne sein, die die Armee oder die Provinz dort zur Verfügung stellt. Also da eher vorsichtig, und ich würde die Provinz Ranong eher meiden ab dem 1. April. Ja, dann möchte ich noch schnell daran erinnern, dass es an vielen Orten eine Maskentragpflicht gibt. Und zwar einerseits in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Hinzugekommen sind auch Bürogebäude oder öffentliche Einrichtungen von der Regierung. Also das schließt natürlich dann auch die Immigration mit ein. Und bei den öffentlichen Verkehrsmitteln ist es so, dass die nach wie vor unterwegs oder in Betrieb sind, jedoch stark reduziert. Und viele haben berichtet, dass die Verbindungen nicht mehr funktionieren, dass die Busse nicht mehr fahren. Aber ich habe mich heute extra dort erkundigt, und es ist so, dass die Busse nach wie vor fahren, aber stark reduziert. Die Züge ebenfalls teilweise noch, je nach Provinz kommt es zu Verzögerungen, da man dort eben den Checkpoint oder Gesundheitstest machen muss und Fiebermessungen etc. Aber die öffentlichen Verkehrsmittel sind stark reduziert noch in Betrieb. Wichtig ist auch, dass man die Tickets im Moment nur noch vor Ort erhaltet. Also wenn jetzt jemand zum Busbahnhof geht, dann sollte er dort ein Ticket lösen können. Oftmals kann es aber auch sein, dass die Angestellte oder der Angestellte sagt, ja, es tut uns leid, der nächste Bus fährt erst heute Abend oder in ein paar Stunden, und dann muss man halt dann zum Zeitpunkt wiederkommen, wenn der Bus dann auch fährt. Ja, und übrigens noch, wenn wir gleich beim Zug oder beim öffentlichen Verkehr sind, zur Erinnerung, Pattani-Provinz, ganz unten im Süden, die machen heute die Provinz dicht. Das wird auch heißen, dass der Zug nicht mehr runterfährt, ganz runter an die Landesgrenze, sondern Endstation wird Hatay sein. Also die Zugverbindung im Süden, die kommt allmählich zum Erliegen. Und wie ihr ja auch bereits wisst, sind dort unten schon diverse Provinzen geschlossen. Also ich hoffe schwer, dass es keine Reisende mehr hat dort unten. Und wenn, dann sollten sie wirklich schauen, dass sie so schnell wie möglich wegkommen von den südlichen Provinzen, sofern sie noch nach Hause, also Richtung Europa fliegen möchten. Auch hier, ich erwähne es nochmal, es macht Sinn, dass all diejenigen, die noch einen Flug benötigen nach Hause, dass die sich nach Phuket begeben, sofern sie noch reinkommen. Phuket ist auch gesperrt, aber wer ein Ticket hat für einen internationalen Flug, der kann ausreisen. Oder die Alternative wäre dann natürlich auch noch Bangkok. Dann, Thai Airways hat heute ein offizielles Schreiben rausgegeben, dass ab sofort internationale Flüge komplett eingestellt werden, und das bis zum 31. Mai. Also es ist doch ein langer Zeitraum, das sind 2 Monate, und vielleicht gibt es jetzt auch so denjenigen, die nach wie vor fragen, Mario, wie schaut es aus, können wir im Juni nach Thailand in den Urlaub reisen, wir haben den Flug schon lange gebucht, und ich denke, das ist noch zu früh. Also ich würde frühestens im Moment, gemäß aktueller Situation, ich denke auch, wenn die ganze Sache rum ist, das braucht auch eine Zeit, bis sich das Land wieder von dieser Krise erholt. Ich denke nicht, dass die Hotels plötzlich vom einen auf den anderen Tag wieder öffnen können, das ganze Personal haben, ja, alles wieder so funktioniert, wie es war, sondern das wird wahrscheinlich schon noch eine gewisse Zeit brauchen, bis der normale Alltag wieder einkehren wird. Deshalb meine persönliche Meinung, ich denke,
vor August sollte man oder würde ich persönlich jetzt nicht nach Thailand reisen. Dann noch zwei weitere Informationen. Einerseits die Waldbrände im Norden Thailands, die sind leider noch nicht gelöscht, aber schon mehr oder weniger unter Kontrolle. Und die Luftwerte sind natürlich auch dementsprechend sehr, sehr schlecht und gesundheitsgefährdend. Dann eine zweite Meldung noch abschließend, und das ist eine gute Meldung, endlich mal wieder eine gute Meldung, und das sind die Verkehrstoten. Und ja, dadurch, dass halt alle Leute oder die meisten zu Hause bleiben, ist diese Zahl auf einem historischen Tief. Also sind, glaube ich, in Thailand noch nie so wenige Menschen ums Leben gekommen im Straßenverkehr wie jetzt. Also es hat wenigstens in dieser Hinsicht noch was Positives. Ja gut Leute, das war's von heute. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr eine Frage habt, die ihr unbedingt beantwortet haben möchtet. Und dann sehen wir uns morgen wieder, wenn ihr mögt. Bleibt gesund. Bis dann. Tschüss aus dem wunderschönen Thailand.